Hallo, meine Lieben. Ja, da kommt wieder ein kleiner Haul von Simones Bastelkram. Diesmal habe ich wirklich nicht so viel bestellt. Ich habe nur die Shop-Sachen, glaube ich, habe ich jetzt mal da. Und alles, was nicht auf Lager war, habe ich jetzt noch gar nicht genommen. Einmal habe ich da im Ausverkauf, hat sie das gehabt. Keine Ahnung, warum sie das im Ausverkauf gehabt hat. Das Monopoly, ich habe es gar nicht Platz, ist das mir klar. Mit dem Grummel-Einhorn. Mein Tisch ist einfach zu klein. Zu voll, eigentlich, ja. Ich habe nur die A3-Matte Platz mit, wenn ich da eigentlich nur drunter herum steht, irgendwas rum. Es schaut ziemlich messyhaft aus, ja. Also, ich habe das schon 100 Mal probiert, meinen Tisch da wirklich sauber zu kriegen. Aber irgendwie schaffe ich es immer wieder, innerhalb von kürzester Zeit, alles da zu lagern. Also irgendwie schaffe ich es nicht, den frei zu halten. Es tut mir echt leid, aber ja, das hat trotzdem Platz. Also es ist ein riesen Monopoly mit Krummel-Einhorn. Und ich und meine Nichte, wir spielen total gern Monopoly. Und ich habe ihr das mal gesagt, wo es nur im regulären Verkauf war, und sie sagt, boah, das ist cool, kauft er das? Und ich habe mir gedacht, na, habe ich gesagt, ich habe so viele Monopoly, also ich habe das normale Bummel-Einhorn, ich habe jetzt bin ich zu schnell gefragt, Pokémon Monopoly und noch irgendeins habe ich. Ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwie nur eins. Ja, jedenfalls, man kann nur eins spielen. Und ich habe schon 3. Und das ist jetzt das 4. Glaube ich. Das muss, ja, normal schon. Also Bummel-Einhorn habe ich. Pokémon und vorher habe ich irgendein anderes gehabt. Ich weiß es echt nicht mehr. Also ich habe 3 und das ist jetzt das 4. Ja, egal. Das musste jetzt mit, weil es im Ausverkauf war. Und ja. Dann bumpelibum. Dann habe ich mir extra Counterpapier mitbestellt, das hat sie als Sammelbestellung gehabt am Back. Ich habe nämlich nur fast den ganzen Back da, nicht ganz, aber fast. Jetzt habe ich mir einfach nur mal eins auf Reserve mitgenommen. Dann habe ich mal mitgenommen Fabrikat Dekoro Papier, einmal dieses Memories of the Sea und irgendwie hat mal der Delfin da so und dann der ist so süß gezeichnet, also richtig lieb. Jetzt sieht man was das anders an. Dann Funny Fox Girl, das sind halt wieder so auf Mädchenalben ausgelegt oder Karten. Funny Fox Boy, auch richtig süß. Und Dinosaurier. Ich liebe Dinosaurier. Also da. Da könnt ihr mich verrückt kaufen mit Dinos. Und ich habe auch Dinosaurier zweimal diese Embellishments da mitgenommen, die Die-Cuts. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich nicht von denen Fox da genommen habe. Wahrscheinlich hat es da keine gegeben. Keine Ahnung. Ich muss nochmal schauen, ob es da nicht von denen auch Die-Cuts gibt, weil ich liebe die Die-Cuts und ich habe aber irgendwie keine genommen. Keine Ahnung. Entweder gibt es da keine oder ich habe sie echt übersehen. Also diese süßen Dinosaurier. Also süß, süß, ja, schon süß, aber es ist einmal nicht so quietsche bunt, sondern wirklich so wie ich mir Dinosaurier vorstelle von den Farben. Klingt jetzt blöd, oder? Aber oft gibt es ja dann die Dinosaurier in lila, in gelb, in grün, also knallgrün, in blau und was der Geier was. Und ich denke mal, ja, früher ist ja noch das sicher nicht so quietschebunt gewesen, sondern ich stelle mir das eher so vor, so, ja, so Farben wie das da halt hat. Ja. Ich finde die quietschbunten auch cool, also nichts von dem. Ich koloriere die auch oft gern quietschbunt, aber das hat mir jetzt einfach, ja, das hat mir gefallen. Dann habe ich vom Shop mitgenommen dieses coole Knuffel-Würfelspiel. Ich spiele auch gern Kniffel, also das ist einfach ein Kniffelspiel als Einhorn halt.
da ist alles Mögliche in Einhorn like aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das einem ausverkauft war oder ob das normal war. Kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls, das musste mit. Und neu gibt es diese tollen Sticker. Die sind sowas von cool und ich habe jeden Bogen zweimal mit. ja, ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, was ich damit mache, weil für ADCs muss ich ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen geizig. Weil, ja, da kann ich dann eben zweimal die gleiche ADC machen und dann ist fertig. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Ich muss echt mal schauen. Ich denke, dass ein Bogen so als unantastbar bleibt und der andere wird irgendwas. Da gibt es dann nur diese Variante. Die fühlen sich so irgendwie PVC-mäßig an. Also Gummi-like. Und dann gibt es nur diese Variante. Und da ist so ein toller Elefant dabei. Und ich liebe ja Elefanten. Und der hat einfach einen bunten Rüssel. Wie süß. Tja. Musste ich haben. Da ist dann so ein Otter dabei, der ist auch lustig. Also, diese für meine Stickersucht. Dann habe ich mal ein Einkaufstaschel mitgenommen. Ich liebe die Taschen. Und das ist einfach mit Bummel-Einhorn. Die kosten 6,95. Sind jetzt nicht ganz billig, aber ja. Ich glaube, das war auch in ihrem Aus. Also in ihrem. Nicht ausverkauft, oder da hat sie auf Facebook auch so eine Auktion gehabt und ich glaube, da habe ich ihn damit ersteigert. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls ist es einfach so eine Tasche, wo das draufsteht. Meine Lieblingsfarbe ist Glitzer und dann ist das Bummel-Einhorn drauf. Dann der Rest, was sie ist vom Ausver also vor dem Aktionsalbum gewesen. Das war einmal das. Ich habe damit noch nicht angefangen, aber ich habe mir gedacht, bevor das bei ihr so rumfliegt, packe ich das noch in meine Kiste rein. Das ist der Barbierdraht. Ich wollte damit schon längst was machen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe momentan irgendwie so Bastelflaute. Ich weiß nicht warum. Dann habe ich die Heavy Doodle Stempel mit. Die habe ich eigentlich von Anfang an schon im Visier gehabt. Dann habe ich gedacht, nee, ich habe so viel Unterwasserzeugs, aber ja, jetzt habe ich es doch mitgenommen. Dann diesen Benny Black Stempel. Ist ziemlich viel zum Kolorieren. Ich habe da irgendwie eine andere Idee gehabt. Und dann zweimal das Foam Tape in Schwarz. Ja, wollte auch keiner haben, deshalb habe ich es am Schluss, also am Tag danach, habe ich das meiste erst kommentiert. Da habe ich einfach nur noch geschaut, was wollte keiner haben, was. Kann die brauchen und hab das bisschen. Ich helfe ihr gern, das Lager zu leeren. Für Neues. Und nochmal die Riesenschachtel auf die Seiten. Und dann habe ich noch die Goodie Bag. Die Sticker habe ich mal in der Simone gekauft. Ich finde das so süß. Ich habe die gesehen und habe gedacht, boah, die sind so lieb. Aber was mache ich denn mit Thank You Stickern? Deshalb habe ich sie für die Simone geshoppt. So, und zwar hat sie da einmal diese tolle Karte, die hat sie, denke ich mal, sicher selber gemacht, weil den Stempel da mit den Origami-Vierer habe ich ja mal auch abgekauft, privat. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Hintergrund ist, das schimmert mega cool. Das könnte aber so ein Nouveau Shimmer Powder oder so sein, denke ich. Dann habe ich ein Schutzengelchen. Und die coolste überhaupt. Ich könnte mit dem Shoppen aufhören, aber aufgeben ist nicht so mein Ding. Mega cool. Also da hat sie einige gemacht. Ich weiß es nicht mehr, sind das Klartext-Stempel gewesen. Sie müsste den Stempel jedenfalls im Shop haben. Also wenn er noch nicht ausverkauft ist, glaube ich, habe ich den im Shop gesehen. Richtig, richtig cool. Und ja, das war's auch schon. Also echt ein kleiner Haul für mich. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi!